Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Video, nicht Maske. Ja, wir haben Schätzlein-Post bekommen. Ja. Was für ein Riesenpaket. Ja. Und zwar von der lieben Sanni. Komm, ich kann helfen dir mal. Warte. Los, jetzt. Und hier steht drauf, nicht für Langfinger. Das steht aber anders drauf, ne? Nicht für Langfinger. Geeignet. Nee, gestattet. Ach so, gestattet. Nicht. Oh, wie geil bist du denn? Hat geklappt. Ja. Das Paket ist unversehrt angekommen, dass es jetzt offen ist. Liegt daran, dass Uwe schon aufgemacht hat. Und wir sind mega, mega gespannt, was da drin ist. Aber bevor der Uwe und ich das auspacken, möchten wir noch mal ein paar Worte dazu sagen. Ja. Und zwar hat die liebe Sanni sich ganz schlecht gefühlt, weil sie den einen oder anderen, eigentlich war es, glaube ich, nur ein Kommentar, gelesen hat, der ungefähr so ging, dass man sich gar nicht traut, uns noch was zu schicken, wenn wir von anderen halt solche Sachen bekommen. Leute, ich möchte hier bitte noch einmal klarstellen, dass das sowieso alles freiwillig ist. Ja? Ja, wenn ihr uns eine Freude machen möchtet, steht euch das frei. Wir freuen uns da natürlich drüber. Na klar. Und für mich hat jedes Päckchen und jeder Brief, den wir bekommen, ganz, ganz viel Wert. Genauso viel Wert wie ein großes Paket hat für mich auch ein kleiner Briefumschlag oder sonst irgendwas. Denn es geht hierbei nur darum, dass es vom Herzen kommt. Wenn der eine finanziell besser situiert ist als der andere, dann ist es in jedem seiner eigenen Entscheidung, zu überlegen, ob er was höherpreisiges schenken möchte oder nicht. Ich finde das wirklich schade, dass da so ein Konkurrenzkampf scheinbar stattgefunden hat. So, also soll nicht sein, ne? Denn ich möchte hier wirklich klarstellen, egal wie groß eine Gabe ist oder wie teuer eine Gabe ist vom materiellen Wert her, oder ob sie selbst gemacht ist, das ist für mich gleich. Es ist für mich gleich viel wert. Ja. Also eigentlich finde ich das wirklich schade, dass ich darüber reden muss. Ne? Denn wie gesagt, das hier ist kein Wettbewerb, wer uns das größte, dickste, schönste Geschenk macht, sondern wenn man einfach uns irgendwas zurückgeben möchte, wie die Sanni jetzt, dann liegt es jedem in seiner eigenen freien Entscheidung und freien Willen, ob er das tut oder nicht. Und natürlich muss jeder selber für sich entscheiden, wie die finanzielle Situation ist, ob er das überhaupt machen kann. Kann ich über meinen eigenen Schatten springen? Bitte fühlt euch davon nicht beeinflusst oder sonst irgendwas, weil ihr glaubt, wir haben nur die Päckchen gerne, die viel kosten, um Gottes Willen. Nein, also wie gesagt, ein Briefumschlag ist für mich genauso viel wert wie ein Mont Blanc Parfüm oder irgendwas. Ja, das ist, es muss halt einfach jeder selbst entscheiden können, wie viel er verschenken möchte. Und das sollte jetzt nicht damit getrübt werden, dass einzelne Personen, weiß ich nicht, sich geschnitten fühlen oder so. Also kann ich ehrlich gesagt auch nicht nachvollziehen, weil das ja jedem selbst überlassen bleibt. Ja. Deshalb nochmal unsere Bitte. Wenn, dann bitte vom Herzen, der Preis ist mir egal. Ja, also der kann ein Cent sein, der kann auch 100 Euro sein. Das ist mir egal. Solange es von Herzen kommt. Das hört sich irgendwie so komisch an, darüber zu reden. Ne? Aber traurig ist, dass man darüber reden muss. Ich habe da mir nie Gedanken gemacht. Nee, ironisch. Weil ich immer dachte, es kommt sowieso von Herzen, dass da ein Konkurrenzdenken entsteht. Ja. Bitte, bitte ablegen. Ja? Wir sind hier nicht im Konkurrenzkampf und wir freuen uns über jedes
Geschenk, was uns eine Freude machen soll, was ein Dankeschön ist. Das soll kein Wettbewerb sein. Ja, was ein Dankeschön ist für unsere Mühen, für die Videos oder sonst irgendwas. Und da freuen wir uns, wenn es einfach von Herzen kommt. Ja. So. Und warum haben wir jetzt das Päckchen von Sunny? Das werden wir eruieren. Auf jeden Fall haben wir schon einen Briefumschlag da drin gesehen. Ja. Aber was ich euch sagen kann, ist, ihr wisst ja, Sunnys Paket ist ja auch geräubert worden. Ne? Ja, stimmt. Ja. Und ist der schöne deswegen Spruch. Nicht für Langfinger gestartet. So, deshalb. Und jetzt. Ja. Sag. Sunny, nächstes Mal rot umrahmen. Ja. Dass man das besser sieht. Ich finde das so lustig. Ich finde das klasse. So, und dann ist mir, was ich nochmal sagen wollte, ich glaube, das ist untergegangen in dem anderen Schätzelein-Packstation-Post-Video. Ja. Und zwar haben wir ja da einen Briefumschlag in der Packstation gehabt, über den ich mich sehr gefreut habe. Und ich sehe immer, dass... normaler Brief. Ja, dass du mir irgendwas schreibst, aber ich finde deine Kommentare nicht. Ach so. Ich finde die Kommentare einfach nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, die Idee, die mir gekommen ist, kann es sein, dass du immer unter dasselbe Video postest? Dann kann ich deine Kommentare nicht finden. Ich möchte aber hier nochmal sagen, falls du das Video noch nicht gesehen hast, das ist eigentlich... ich bin in der Woche im Krankenhaus, in dieser Krankenhauswoche das Freitagsvideo. Ja. Da packen wir... dein Haus. Genau. Und bitte, ich habe jetzt leider den Namen nicht auf dem Schirm. Bitte immer unter einem aktuellen Video kommentieren. Ansonsten werde ich niemals deine Kommentare wiederfinden. Nee. Ja, es sind einfach zu viele. So, aber jetzt wollen wir uns mal Sunnys Päckchen... kannst du mal hochleuchten? Hochleuchten, oh Gott. Naja, das ist schwer. So sieht das aus von so. Ich hab's noch nicht mal raus weg. Ach, ist du nicht gesund. Ahnst du nicht. Das ist nicht normal. Sunny. Ah, jetzt bin ich aber wirklich mehr, wie schön du das wieder eingepackt hast alles. Also der Uwe hat das schon aufgerissen, ne? Ja, ich habe aber nicht reingeguckt. Ich habe am PC gesessen und geschnitten. Und dann höre ich noch, und dann habe ich gemeckert, ne? Weil er das einfach aufgerissen hat hier. So, hier vorne sehen wir zwei süße Smileys. Und hinten die Sterne. Wie süß, Aline, das schon wieder ist, ne? Möchtest du das rausholen? Nein. Okay, also. Das ist mir zu schwer. Hier ist nochmal eine Weihnachtskarte drin. Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ja. Ich muss dazu sagen, dass die Sunny das schon länger bei sich zu stehen hat. Also sie hat mir das schon eine geraume Zeit im Dezember, glaube ich, schon erzählt. Genau. aber der Job, ne, der hat sie sehr eingespannt und deshalb ist es ein nachweihnachtliches Päckchen. Und aber nicht, dass ihr euch wundert, warum wir hier eine Weihnachtskarte haben, die und übrigens wenn, wunderschön ja, ist. Und wenn Käse kommt, wir werden auch gut. Ja. Es muss nicht sein. Dürfen wir es vorlesen? Bestimmt. So, also die Sunny schreibt: Hallo, meine Goldlocken. Ein nachträgliches Weihnachtspaket erreichte euch und ich hoffe, euch freudig damit gestimmt zu haben, auf jeden Fall. Dass dieses Jahr nur Gutes für euch bereithält, wünsche ich von ganzem Herzen. Ihr seid so dufte und allererste Sahne. Ich freue mich auf schöne weitere Vlogs, Lives etc. Ihr versüßt mir damit in den Momenten die Zeit. Danke, in euren Augen ist der Inhalt des Paketes bestimmt zu viel, aber der Wert der Geschenke ist nicht wichtig. Genau, das habe ich gerade auch versucht zu erklären. Ja. Ja, klar, es ist letztendlich ist es bestimmt zu viel, aber das möchtest du ja auch nicht hören und deshalb freue ich mich einfach, das gleich auspacken zu dürfen. So, also der Wert der Geschenke ist nicht wichtig, sondern dass es von Herzen kommt. Genau ja. Das gleiche habe ich ja gerade gesagt. Viel Freude beim Auspacken. Ich habe euch sehr gern herzliche Umarmungen an meine drei Goldlocken Sunny aus Schwedt. So, PS, bitte nicht das Haupt vor der Ansicht ganz für voll nehmen, denn Weihnachten ist leider schon vorbei. Bussi. Genau. Aber es bleibt ja trotzdem ein nachweihnachtliches Paket. Ja. Vielen lieben Dank, Sunny, für die so lieben Worte.
Und ich bin so ultra gespannt, was da jetzt drin ist. Die Sunny, die hat das so ja. schön eingepackt. Ich werde euch das ja gleich noch, wir zeigen ja gleich ein Päckchen. Ja. Das ist also, ja der Wahnsinn. Also da kommt so viel Liebe raus, ja. Guck mal, schon eins für Susi. Susi, umarme dich. Oh, wie süß ist das bitte? Oh, Sunny. Ja, total süß. Also, Leute, guckt doch mal. Das mag man gar nicht auspacken, oder? Dann lass es. Oh Gott, wie süß ist das? Die kann man abmachen. Nein, wir müssen vorwärts kommen, ne? Ja. Schatz, aber wir haben... Wie bitte? Ja, wir haben hier ein Messer. Ach, das ist das herrlich. Ist automatisch ist das Messer immer hier, wenn wir Pakete haben. Ist das schön. Ja, jetzt geht's los. Jetzt wird der Hund hinter uns. Jetzt wird der Hund wach. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Dankeschön. Mein 007 for Woman 3, denn das ist am Alle gehen bei mir. Ja. Oh, woher wusstest du das? Oh, vielen, vielen, vielen Dank, ich mich gerade freue. Guck mal, Kira. Ja. Hat Frauchen von Sunny bekommen. Also, das ist schon ihr allererste Sahne, ne? Vielen, vielen Dank, Sunny. Für wen ist das? Uwe, du. Für Uwe, du bist toll, bleib so. Ja. Ja. Hat sie recht. Ach, guck doch mal, wie schön sie das eingepackt hat, ey. Das Papier wieder mal. Ganz fantastisch. Ja. Hübsch gemacht. Ach, wie geil ist das denn? Woher wusstest du das? Hast du mit Sunny gesprochen? Oder? Nein, leider nicht. Wie cool. Ja, erstmal muss das natürlich abgenommen werden von Kira, unser Drogenspion. Die sagt, okay, kannst du, ist keine Bombe drin. So, und ihr Lieben, falls ihr euch wundert, dass ich hier mal gerade so fröhlich sitze und lache, das Video ist vorgedreht, ne? Ja. Was hast du denn da? Da, Davidoff? Nee. Nein, ich rede nicht. Nee. Oh, der David Beckham, Uwe, dein Parfüm, wie geil. Ist ja nicht normal. Oh, wie cool. Nee, andersrum muss das andersrum, sein. Sieht besser aus. Und ein bisschen ankippen, dass es nicht blendet. Nach vorne kippen, guck mal so. Ja. So, guck mal. Ja. Siehst du? Wie cool. Oh, Wahnsinn. Uwes David Beckham ist nämlich radikal alle. Da ist gar kein Tropfen mehr drin. Nee, die Flasche steht bloß als Attrappe. Du bist wirklich der Oberburner, ehrlich. Verrückt. Einfach nur verrückt. Wow. Oh. Richtig cool. Also der Flakon sieht schon toll aus, ne? Irre. Zeigst du das auch von vorne, Uwe? Hier vorne musst du das zeigen. Hier ist vorne. Da ist nirgends keine Schrift drauf? Natürlich. Wo denn? Ja, da, wo du deine Finger hast. Ach, hier. Genau. So. Das riecht echt gut, finde ich, David Beckham. Stark. Ja. Machen wir nachher auf, jetzt nicht. Doch, ich möchte das gerne mal riechen, bitte. Also... Das ist so ein richtiger männlicher Duft. Wo ist denn hier das Loch? Ja, ich mag das. So hat der Uwe mal gerochen. Hier schon's. Ich kenn's. Oh. Sehr, sehr, sehr cool. Ist auch eine, also eigentlich ist der sehr zurückgenommen, aber wunderschön, der Flakon. Ja. Ne? Ja. Sani, danke. So. Susi, du bist die Beste. Dankeschön. Nee, da steht, du bist Spitze. Ach, nicht Beste, Spitze. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. Eigentlich müsste man sich die Dinger aufheben. Und dann eine Stirn kleben. Ich brauche da, genau, Werkzeug. Das Messer, genau.
Jetzt bin ich gespannt. Sani, du verrückte Huhn, ey. So. Nein. Nein, bist du denn verrückt? Das Alien von Thierry Magler. Crazy. Boah. Es ist wirklich verrückt. Liebe, liebe Sani, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich darüber sehr. Oh meine Güte, ey. Ich, danke, 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 danke. Also wärst du jetzt hier, ich würde dich schnappen und knuddeln, ne? Du kommst nicht zur Luft durch. Ach nee, okay. Ich sag's nicht. So. Ich tue da den Gefallen und sag's einfach nicht. Ach, jetzt wissen wir ja nicht, wem das ist. Tja, für wem kann das sein? Kira, ist das deins? Ich glaube nicht. Na, Susi, ist das deins? Nein. Nein. Na, dann wird das meins sein. Was hast du da denn? Ne, Nougat, das ist nicht meins. Ah, dann ist das richtig. Ja, wie cool. Einmal Super. Nougat und Manna Snack Minis, ja. Ja. Die sind sehr lecker. Aber das, die darf ich bald nicht mehr, ne? Das ist alles für die Figur. Ja, für die Büffelhüfte. Ach, hier ist ja noch was dran. Oh. Oh. Die Neapolitaner. Ja. Oh, Sani. Wahnsinn. Crazy. Es ist einfach nur crazy. Das hat uns Weihnachten gerettet. So, Kira Maus. Kira Maus. Was steht da noch? Kira Maus, bleib auch du gesund. Stets ja. Gesund. Mach du da, auf. So, oder Kira. Soll ich aufmachen? Kira, soll ich aufmachen? Oh, meine Güte, ey. Sani. Da ist er schon bald. Sie weiß, was es wird. Es ist ja Pflaumenpfingsten, Ostern, alles auf einmal, ne? Geburtstag. Oh, wie cool ist das denn? Cool. Wie cool ist das denn? Ein Chew-Boing-Ball. So sieht das Ding aus. Da kann sie drauf rumkauen. Und wir können da drin Leckerlis verstecken. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Das wird nachher noch ausprobiert. Kira-Maus. Oh nein. Kriegst du einen Brief, Kira? Ja, klar. Und kriegst du eine Weihnachtskira? Guck mal, hier spielt die Musik. Nee. Interessiert sie nicht. Okay. So. Alles für dich. Ach, Sani. Nein, ich sag's nicht. Ich krieg's nicht raus. Ach. So. Dein Wunscherfüller. Ein Gutschein, eine Gutscheinkarte. Lieber Kiramaus, lass dir einen kleinen Pfotenwunsch erfüllen. Oh, wie schön ist das denn? Vielen, vielen Dank, liebe Sani, im Namen von Kira. Ich freue mich. Verrückt, oder? Es ist einfach nur verrückt. Mein Gott, wir machen doch nichts Besonderes. So, die Kira kriegt von Rinti. Von Rinti alles. Ja, sehr cool. Das ist Nassfutter, ne? Ja. Huhn pur und Ente. Rinti Gold. Huhn pur. Ja, Herz. Huhn pur und Geflügelherzen. Geflügelherzen, ja. Oh, Kira, Mensch, das hört sich ja gut an. Und das sind alles so 100 Gramm Beutelchen. Ideal, ne? Huhn pur? Huhn pur, ja. Schatz, du musst aber die Finger wegnehmen, sonst sehen die Leute das dann nicht. Ich aber. Ah! Oh, wie cool. Eine Matte. Das? Eine Leckmatte. Wie cool ist das von Trixi? Ja. Die Kira cool, hat schon eine Leckmatte von Smoothie Bock. Ja. Aber es ist ja nicht verkehrt, noch eine zu haben, ne? Eine da kleine, kann man mal Kleinigkeiten drauf machen. Nicht mal so eine kleine, hübsch, ich brauche nochmal das Messer, das ist hier zugeklebt. Eine kleine süße Leckmatte
Da ist er dann beschäftigt. Also was ich jetzt hier richtig toll dran finde, ist diese kleine Größe. Denn wir werden, ihr halt, gibt ja so Hunde, Leberwurst und sowas. Dafür ist es optimal. Und das hier raufstreichen, ja, und dann einfrieren. Und im Sommer hat sie dann ein Leberwursteis und sowas und kann halt rumlecken und hat auch eine Abkühlung. Also ich finde das mega. Ja. Wie cool, Sani, wie gut du mitgedacht hast. Echt ja, toll, dankeschön. Ja, Schneck, Schneck, das ist für dich. Lieben, lieben Dank. Einen dicken Kira-Knutsch von Kira, ja, zu dir. Vielen, vielen Dank. Ja, 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 ich so, kann dir jetzt davon nichts geben. Es ist Nassfutter. Jetzt haben wir schon wieder ein Paket. Kira. Kira. Kira, du süßes Goldlöckchen. Das ist so süß. Bist du auch ein Goldlöckchen? Du bist ja ein Schneeflöckchen, oder? Meine Rübe. Eigentlich ist sie ja eine Rübe. Können wir mal über diese süße Geschenkpapier reden? Die Nasen glitzern. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Kamera eingefangen wird, aber die Nasen glitzern. So alles liebevoll eingepackt. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich hier nicht in Tränen ausbreche. Ja. Ne? So, du hast das wirklich wunderschön eingepackt. Oh, wow, Kira, jetzt kommt was. Oh. Jetzt kommt was. Und zwar haben wir hier einmal Rinti Singlefleisch exklusiv Hirschpur. Hübsch gemacht, oder? Ja, das ist so toll eingepackt, auf jeden Fall. Oh, wie cool. Käse, Schinken, Würfel, Chico Plus. Da hat jemand richtig aufgepasst. Ja, ja, aber richtig. Rinti Chico Plus mit Leberwurst-Schnitte, die hat sie ja auch gemocht. Ne? Mhm. Oh, wie cool ist das bitte? Und Chico Plus Käsewürfel. Sie liebt sie. Ah, mein Sonny, ey. Verrückt. Ja, Schnecki, da kriegst du gleich ein. Verspreche ich dir. Gleich kriegst du ein, wenn ich das hier aufkriege. Ja. So, wir geben mir mal einen Hirsch, oder? Mann, Sani, lieben, lieben Dank dafür. Ja, die Kira ist ganz verrückt. Willst du einen Hirsch? Ja. Ich kann die besser hören. Das riecht auch gut. Ja, nee, ich komme da nicht zum Riechen. Alles klar. Und tschüss. Und tschüss. Lieben Dank. Mann, Sani, echt total klasse, ne? Also damit hast du, ja, Kira jetzt wirklich eine richtige Freude gemacht. Dankeschön. So, dann werden wir mal ein rotes Paket nehmen, ne? Das ist für niemanden. Ha, da kommt jemand noch. Er macht du auf, ist rot. Ja. Mal gucken, was da drin ist. Nee, Kira, mehr nicht. Nun haben wir alle. Ist alle. Oh, wie schön du das eingepackt hast. Mhm. Sehr, sehr schön. Ja. Also, ich finde so nachträgliche Weihnachtspakete, oh, toll. Nein! Das ist doch richtig die Idee. Oh, wie cool! Von Real Technik Pinsel. Also da freue ich mich auch mega drüber. Flawless Base Set, also das sind die Basic Pinsel. Rouge, Lidschatten, Kontur, Pinsel. Ganz, ganz toll. Dankeschön. Ich freue mich. Also Leute, es gibt dann doch mal wieder ein Schminki, ne? So, ja, ist ja nicht. Jetzt muss er wieder jetzt kommen. Jetzt gibt es wieder ein Schminki. Müsst da durch. Sag mal grün nehmen. Ja. Für den Uwe. Bleib bitte gesund. Ja. Das sind bestimmt Opa-Bonbons. Ja, aber wir möchten alle, dass du bitte gesund bleibst, nicht, Kira? Ja, du auch. Nee, mehr Hirsch gibt's nicht. Nee. Der Wildwechsel ist vorbei. Ja. Oh, wie cool ist das da bitte? Da kann ich aber lange lutschen. Soll ich gucken, ja, was das ist, alle? Ist ja der Oberhammer. Also, iPads, Gurkenkühler, also ja,
Kurkuma-Cooler für die Augen. Nochmal tiefe Hydration, also Feuchtigkeit spenden für die Augen. Nochmal iPad-Maske mit Beauty Boost. Also die müssen wir im Kühlschrank tun. Ich habe die immer im Kühlschrank. Ne? Ach, lustig, guck mal. Ja. Also, die hatten wir doch schon mal. Zu Weihnachten, ja. Ja. Mit? So Bubble-Tuch-Masken. Ja. Wir haben unterschiedliche gekauft und wieder die gleichen. Ja, und zwar ist es eine Bubble-Tuch-Maske. Ja. Genau, sehr, sehr cool. Fußwohl, eine Urea-Fußmaske in Socken mit 5% Urea. Oh. Ganz große Klasse. Eine Handmaske mit Handschuh, intensive Verwöhnpflege mit Aloe Vera und Avocadoöl. Ich habe dir ja auch eine Handmaske zu Weihnachten gekriegt, also im Adventskalender, weißt du noch? Ja. Sehr cool, Sani. Und von Garnier Skin Aktiv eine Hydra Bomb Tuchmaske Nacht. Wie geil ist das denn? Wahnsinn. Wenn wir mal einen Live-Maskenmontag machen. Dann nur ins Bett. Nee, na, dann kannst du die nehmen, weil das ist dann abends. Ne? Wie cool ist das denn? Cool. Sehr, sehr, also du hast wirklich so super aufgepasst. Also das ist ja... Ist nicht normal. Die Sani guckt wirklich jedes Video. Wirklich. Ne? Intensiv. Ja. Ach Sani, ey, ganz, ganz viel Liebe für dich, wirklich. Ich möchte dich am liebsten ganz dick umarmen. Ja, auch. So. Verrückt. Ja, mehr als verrückt. Also mit dem Lutschen hätte ich aber lange lutschen können. Ne? Opa-Bonbon. Ja, da hätte ja sein können. Kein Ende in Sicht, oder? Ja. Für die Susi. Da steht mal mehr drauf. Etwas Zauber fürs Gesicht. Aha. Aha. Da bin ich da jetzt mal gespannt. Was du da für einen Zauber ausgesucht hast. Das hat sie ja festgekriegt. Ja. Also das Zauber fürs Gesicht wird nochmal eingepackt in einen kleinen süßen Karton. Hier rum. Hier rum. Andersrum, so ja. Nee, ich glaube so rum. Nein. Sani, du bist verrückt. Du bist verrückt. Nicht normal. Oh, wie toll, ey. Ist nicht normal. Von Isana. Hydrogel iPads. Diese hier. Von Isana nochmal Hydrogel Augenpads. Von Beauty iPad Maske Energy Elixir. Ah, ich lieb's einfach. Isana Augenpads Hydrogel. Moment. Du bist crazy, ehrlich. Ja. Von Isana Handmaske im Handschuh mit Kokos und Macadamia-Nussöl. Die mag ich übrigens sehr gerne. Die kann man auch tatsächlich 2 oder 3 Mal anwenden. Ich meine, dass sie die waren. Ja, 2 bis 3 Mal verwendbar. Ja, sehr, sehr tolle Handmasken. Ja. Von Fußwohl eine Sockenmaske Boho Time. Mit Hyaluron, Haferextrakt und Wildrosenöl. Sehr cool, hört sich toll an. Ja. Ja. Und von Beauty Mask... die Super Glow Bubble Tuchmaske, die ich im Adventskalender vom Uwe hatte. Ja. 2 Mal. Mann, wie cool, ich freue mich. Nochmal so eine Skinner Hydra Bomb Tuchmaske Nacht. Also, da wird es auf jeden Fall einen Live-Masken-Montag geben. Um 19 Uhr kann man sich sowas auf jeden Fall aufs Gesicht bollern. Ja. Und nochmal von Garnier Skin Aktiv Vitamin C Tuchmaske. Wie cool. Also Leute, ich liebe Tuchmasken. Ne? Ich finde, das gibt ja irgendwie nichts Angenehmeres wie so eine Tuchmaske. Ja. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch die Tuchmasken lieber mögt als die Crememasken. Obwohl die Crememaske auch gut finde, so ist es ja nicht. Ne? Ja. Sani, erstmal muss ich Sani ein dickes Herzchen schenken. Ja. Danke. Oh. Oh, schwer.
Dafür, was steht denn da alle drauf? Auch Glück steckt im Paket. Habt Dank und schön, dass es euch gibt. Ihr seid allererste Sahne. Auf ewige Gesundheit, ewiges Glück und viel Liebe. Also das wünschen wir dir und auch der Community natürlich von ganzem Herzen. Glück und Gesundheit, das ist das, was wir gerade brauchen, finde ich, alle Mann. Ja. Und liebe Sani, ich danke dir für dieses liebevoll eingepackte Paket. Das ist also, es macht mich ein bisschen sprachlos, ja. Und mich macht sowas unfassbar glücklich, diese kleinen süßen Sprüche, die du da drauf gemacht hast. Ja. Total schön. Ja, nochmal eingepackt. Nochmal eingepackt. Okay. Sani ist echt. Du bist echt eine Rübe, ne? Ja. Ich lach zu. Ich werd verrückt. Ich muss da reingucken. Ist nicht mehr. Ich werd nicht mehr. Wie cool ist das bitte? Kleine Teelichter. Ja. Soll ich das zeigen? Ja. Mit Marienchenkäfer, na, die zünd ich doch nie im Leben an. Nee. Wie zu schade. Wie toll sind die? Ja. Glück. wie geil ist das denn? Nee, die zünd ich nicht an. Von so, da haben wir jetzt Glas. Ein Glas? Ah. Oh, Glück! Oh, wie cool! Was für ein Glück haben wir denn hier? Aus Erdbeeren. Erdbeermarmelade oder Konfitüre, keine Ahnung. Konfitüre ist das meistens, ja. Dankeschön. Ich liebe das. Was? Kirschen. Kirschen. Wie cool. Susi findet schon ja alles cool. Ja. Aber das ist ja wohl. Ist auch cool. Ich liebe diese Glücksgläser und die Marmelade schmeckt obendrein. Ja. So ist es ja nicht. Und? Was für die Büffelhüpfe. Ja. Twix Minis. Sehr lecker. Darf ich leider nicht mehr essen. Oder sagen wir mal so, ich möchte es nicht mehr essen. Der Karton ist auch leer. Ja. Wieder ein Paket geschafft. So, dann werden wir mal zum Gesunden übergehen. Tee. Ja, und welcher? Ingwer Lemon. Sehr lecker. Ja? Also der schmeckt wirklich sehr gut. Dankeschön. Ha, Münze. Das ist was für Uwe. Ja. Ne? Münze mag ich nicht. Ja. Aber das ist marokkanische Münze. Ja. Mhm. Aber vielleicht probiert mal die marokkanische Münze. Ja, mal, ja. Aber Lemon, Ingwer Lemon ist sehr lecker. Auf jeden Fall. Ach hey. Was ist denn das? Ach, herrje, ein Marzipanbrot. Voll mit Schokolade. So was gibt er doch ein voll mit Schokolade. Aber das kann ich jetzt nicht mehr essen. Ja, dann musst du irgendwo da ran. Oder ich muss das jetzt noch essen, keine Ahnung. Nee, das ist... Naja. Werden wir sehen. Ansonsten, ich meine, die sind ja auch ein bisschen haltbar, ne? Wir haben jetzt ein großes Paket ausgepackt, wa? Ein schweres. Kann man eigentlich Marzipan auch einfrieren? Also so ein Brot? Noch so ein großes Paket. Ja. Da steht drauf, Susi, von Herzen viel Freude damit. Gesichtszauber und Pflege, liebes Bussi. Also erstmal, meine liebe Sani, einen dicken Bussi zurück, auf jeden Fall. Und da, mich macht das so glücklich mit diesen kleinen Notizen, die du da drauf geschrieben hast. Sehr liebevoll also, gemacht. Ich wollte gerade sagen, mehr Liebe reinstecken geht doch gar nicht mehr. Ne? Es ist unfassbar schwer. Ja. Und ich sage natürlich nicht das, was ich auch nicht sagen soll. Ne? Das wird einfach verrückt und viel zu viel. Habe ich nicht gesagt, ja. Wollen wir auch nie sagen. Ich habe hier keinen Platz mehr auf dem Tisch. Wir haben ja Körperbeherrschung. Das ist verrückt, ehrlich. Leute, ich muss das erstmal hier wegschneiden. So. Also der Karton ist schon wieder randvoll.
mit Lieblingsprodukten von mir. Also nehmen wir mal erst hier was Kleines. Komplott steht hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir öffnen es mal. Ich zeige euch das erst nochmal so. Es klappert nichts. Schnaps. Oh, war ja Sunny. Ich traue mich das ja nicht aufzumachen. Da sind bestimmt Ohrringe drin. Das sieht auf jeden Fall so aus wie Ohrringe. Ah! So. Es sind Ohrringe. Also hier in dem Organza-Beutelchen. Wow. Oh. Voll schön. In rosa. Ich zeige sie euch gleich. Moment. Wunderschön sind die schön. Das sind Stecker. Seht ihr, wie das glitzert? Ist das schön. Sunny, du bist verrückt, wirklich. Ja. Aber wunderschön. Moment, ne? Wir versuchen das direkt wieder ins Loch zu schieben. So. Das ist mal ja nicht so einfach, die Löcher zu finden. Ne? Und das glitzert, ich liebe das einfach. Ganz ehrlich, ne, mit Glitzer. Hast du sie eingefangen? Ja, kriegst du mich. Immer. So, was ist hier los? Also, so was. Manchmal hat das Gefühl, meine Ohrläppchen werden immer kleiner. Nee, die verstecken die Löcher. Ja, das kann natürlich sein. Huch. Ach, wie kriegt denn das jetzt ab? Ich brauche das OP-Besteck, denn hier hängt ein Zettel dran. An der Schraube. So, Moment. So, jetzt können wir nämlich das hier auch dicht machen. Ja. Oh Gott, sehen die schön aus. Wenn nichts finde, ne? Kann man das sehen? Als wenn du es wusstest, dass ich so ein, so ein fliederfarbenes T-Shirt anziehe. Passend zum T-Shirt. Ja. Hast du sehr gut gewählt. Wunderschön. Also damit hast du mir auch eine Riesenfreude. Du hast ja mit allem eine Riesenfreude gemacht. Das ist ja das ist unfassbar, ja. Und wie geschmackvoll alles, ne? Ja. Und liebevoll alles schön eingepackt. Und ich möchte das bitte an dieser Stelle nochmal betonen. Das soll bitte kein Wettbewerb sein. Nein. Wer sich nicht so... dann ist das auch in Ordnung. Ja. Das muss jeder selbst entscheiden. Ne? Aber ich möchte euch jetzt nochmal hier die Ohrringe zeigen. Mir gefallen die unfassbar gut. Ja, danke. Danke, Sunny. Jetzt ist hier aber noch mehr drin. Und zwar Mixer Urea Zika Repair hauterneuernde Creme. Sehr geil. Ja. Ich glaube, die stinkt ein bisschen. Ja, das ist die nicht so angenehm roch, aber für die Haut die ist die trifft, unfassbar gut. Ja. So, ganz große Liebe. Mixer. Alles, was stinkt, ist gut. Ja, wird nicht schmeckt, hilft. Ja. Und natürlich Shea Intense mit 20%. Kann ich nicht lesen. Und die Lupe ist verbuddelt. Die ist eingebaut. Aber das ist ja das, was wir auch als Handcreme nehmen. Ja. Gibt es auch für den Körper. Und die riecht unfassbar gut. Mmh. Ja. Ja. Das ist die Tube haben. Toll. Was? Naja, ist für den Körper, ne? In der Tube haben wir ja für die Hände. Hände, ja. Ich lieb's einfach. Wahnsinn. Für Baby, Kinder und Erwachsene. Also da profitieren alle von. Für mich mit eines der besten Creme-Produkte, die auf dem Markt gibt, ganz ehrlich. So, dann haben wir hier nochmal Body Milk mit Shea Ultra Soft im Pumpspender. Die ist auch richtig gut. Also ich liebe diese Body Lotion und ist wegen trockener Haut, ne?
Und ich habe halt trockene Haut. Dann ist hier noch drin noch eine Bodylotion mit Ceramide Protect. Sehr geil. Mit 6% pflanzliches Glycerin, Lipide und Ceramide. Ja, gegen trockene Haut. Sehr, sehr geil. Und dann ist hier auch noch, also der Karton ist leer, ja, ein Briefchen für mich drin. Mann, 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 nee. Ich muss wirklich aufpassen, dass mir nicht mehr die Tränen kommen, ey. Das ist doch nicht normal. Es will auch nicht raus hier. So. Dein Wunschgutschein. Vom Wunschgutschein. Liebe Susi, erfülle dir damit einen kleinen Wunsch. Vielen lieben Dank, liebe Sani, für diese tolle Überraschung. Ja, also, ich muss mich wirklich gerade ganz doll zusammenreißen, dass ich hier nicht wieder in Tränen ausbreche. Vor Glück und Freude und nicht fassen können, wie viel Liebe mir hier gerade entgegenschlägt. Guckt euch nochmal auch mit dem süßen Smiley. Mhm. Total schön. Danke. Und ich liebe die Ohrringe. Echt schön. Da haben wir mal ein grünes Paket, ja? Für den Uwe. Umarme dich. Dann werden wir mal kicken. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Mhm. Oh, wie cool. Nivea Men Creme. Hey. So, ja. Ja, super. Einmal. Sehr schön. Prima. Das ist hier Protect und Care Intensiv. Feuchtigkeitspflege, mein Schatz. Pflanzenölseife. Maiglöckchen. Also feste Seife. Ja, überliebte Seife. Ja, Seifenstücke, ne? Ja, stimmt. Ja. Jetzt hast du es gerade realisiert. Ja, ja, das heißt eben. Und nochmal Pflanzenölseife in Granatapfelduft. Das riecht bestimmt richtig gut. Hm? Oh ja. Die riecht gut. Die riecht gar nicht so. Obwohl Maiglöckchen. So, der Uwe. Oh ja, lecker. Ich habe auch so einen Brief gekriegt. Ach, Sani, was soll man mit dir machen? Geben wir dir Schokolade, bekleckerst du dich. Gibst einen Arsch voll, heulst du. Was machen wir mit dir? Das ist nur wichtig. Oh mein Schatz, ey. Wir haben... Das Einzige wäre, wir müssen die trocken legen. Ach, ja. Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen. Nicht heulen, Susi. So, auch vom Wunscherfüller. Ja. Lieber Uwe. Erfülle dir damit einen kleinen Wunsch. Ja. Ja. Oh Gott, ey. Ach Mann, ey. Dankeschön. Sani, ich weiß, dicken Knutsch. Ja. Du bist die Wucht in Tüten, ganz ehrlich. Es ist unfassbar schön. Sind wir denn durch? Das hört hier nicht auf. Oh Gott. Hier ist irgendeiner, der schmeißt hier immer wieder was drin. Meine Güte, ey. Das für dich. Für die Susi Nervennahrung. Sehr cool. Nervennahrung ist immer gut. Immer gesund. Ist immer gut. Ja. Nervennahrung ist immer gut, ja. Ja. Es ist so auch unglaublich, wie schön du das eingepackt hast. Und zwar Ferrero Küsschen White Crispy. Oh, wie lecker. Dankeschön. Und von Lindor. Ich kann das gar nicht lesen. Unendlich zart schmelzend Milch. Also ich dachte, da steht noch irgendwie was, dass sie besonders heißen oder so. Und zwar sind das so süße Pralinen, solche hier. Da müssen wir mal einprobieren, oder Uwe? Oh ja.
Aber Kira hat ja ihr es auch probieren dürfen. Ja. Oh, die kommen mir dann sehr bekannt vor. Die hatten wir auch in Kalender drin. In Adventskalender, ja. So, jetzt wenn der Uwe und ich die jetzt essen, kann keiner mehr von uns denen reden. Der so. Mund ist voll. Hm. Die sind nochmal so eine Füllung. Mhm. Super. Das ist seit 3 Wochen meine erste Süßigkeit wieder. Lecker. Dankeschön. Hilft gut, Uwe. Ja, mal sehen, ob das stimmt. Unfassbar lecker, diese Praline hier. Dankeschön. Auch das Papier ist auch so schön, die Bäume glitzern. Ne? Ja, ist total schön, ja. Oh, ja. Sehr geil, Duplo White und Celebration. Alles für die schlanke Figur. Kann der Uwe seine Nerven beruhigen, wenn ich im Krankenhaus bin? Nein. Also, wenn ihr das Video seht, bin ich ja ich schon ja. wieder raus, ne? So wie jetzt. verrückt. So. Jetzt sind wir endlich durch? Noch nicht. Immer noch nicht. Jetzt bin ich nochmal dran. Ich ahne was. Was ahnst du denn? Was steht da noch drauf? Bastelwastelzeit. Ja. Goldlocke Uwe. Sonny. Wie cool, ich finde das Geschenkpapier, den Oberhammer, ne? Alles hübsch. Und die Bänder so schön eingepackt, alles. Also und nicht geklebt. Ich liebe. Oh, verrückt, ey. Ja. Sonny. Oh, verrückt. Weg, Mann. Oh, meine Güte, ey. Ah, jetzt hast du uns richtig getoucht, ne? Der Anhänger. Nee, oh. Der Anhänger auf ihren Track. Hier, Schatz. Und Motorrad, was ich da hinstellen kann. Ist nicht normal. Ja. Oh, meine Güte, ey. Sorry, du hast es wieder geschafft. Ne? Und vom darfst Weißen. Du nicht. Es ist der Oberhammer, wirklich. Ich weiß ja nicht. Es ist der Oberhammer. Was andere kann ich da ja nicht zu sagen. Wie Kira, die guckt jetzt hier unterm Tisch und denkt, was ist mein Herrchen los? Ja. Oh meine Güte. Aber wie cool ist ja. das bitte? Das ist verrückt. Da hat der Uwe eine tolle Ablenkung in der Woche, wo ich im Krankenhaus bin. Ja. Liebe Sani, wir wollen dir ganz, 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 ganz viel Liebe zurückgeben. Also ich bin geflasht von dem Paket wirklich und ich möchte hier wirklich nochmal anmerken, bitte kommt nicht in irgendein Konkurrenzdenken. Wenn Sani kann das, die kann sich das erlauben, hat sie gesagt, und sie möchte das so. Und ich möchte das wirklich betonen. Ich finde es schade, dass ich das betonen muss, dass wir uns auch über einen liebevoll gestalteten Brief freuen. Ja, also darüber freuen wir uns auch. Genauso wie über diese tollen Sachen. Oh mein Gott, also ich. Moment. Damit habe ich nicht gerechnet. Nee, ich habe mit allem nicht gerechnet. Nee. Sani, du hast uns eine ganz große Freude gemacht. Auch die Kira, die wird sich hier über ihre Leckerchen sehr freuen, wenn sie die dann bekommt. Ich freue mich über das ganze Glück, denn Glück können wir wirklich gebrauchen, gerade jetzt in der Zeit. Ja.
wo ich auch ins Krankenhaus muss, ne? Und wir hoffen, dass alle gesund und munter bleiben. Und natürlich der Uwe auch und ich auch. Und wir müssen jetzt erstmal wieder runterkommen von diesen ganzen tollen Schätzen, die wir auspacken durften. An dieser Stelle lieben, lieben Dank, obwohl sie das schon tausendmal gesagt haben, aber ich glaube, man kann bei sowas nicht genug Danke sagen. Das ist, ich finde das so wertvoll. Auch die Ohrringe, wie toll sind die Ohrringe, ja. Wahnsinnspaket, ist nicht normal. Ja. Ist nicht normal. Aber das ist, Sani hat gesagt, sie möchte das so und sie möchte auch nicht, dass irgendjemand anders ein schlechtes Gefühl hat. Sie kann sich das leisten und da soll bitte keiner sich dran messen. Und damit hat die Sani absolut recht. Bitte nicht dran messen. Ja. Ja, also wir wollen alle ein gutes Gefühl haben. Der Verschenker und der Beschenkte natürlich auch. Und ich möchte einfach immer wieder nur betonen, wir freuen uns auch über einen Brief und das macht uns genauso glücklich wie dieses unfassbar tolle Paket. Ja. Also alles, was aus der Community kommt und wohlwollend gemeint ist, ist doch klar, dass uns das erfreut. Ja? Da ist mir das egal, ob es ein ideeller Wert ist oder ein anderer Wert, wie jetzt zum Beispiel. Also ich weiß, dass Alien jetzt, ne, dass einem das nicht hinterher schmissen wird, das weiß ich. Und ich liebe diese Parfüm und natürlich auch das James Bond Parfüm. Wie geil ist das bitte? Danke. 1000 Küsse gehen raus an dich, liebe Sani. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal Schalus machen und das nochmal alles wirken lassen. Ich möchte die Sani auch gleich mir mal kurz ins Handy holen und dass wir da kurz uns da auch nochmal bedanken können. Auf alle Fälle. Weil es einfach zu lange dauert, bis das Video online kommt. Ja. Ne? Deswegen beenden wir jetzt hier das tolle Video. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch vielleicht mit uns mitfreut und bitte beherzigt meine Bitte, dass hier kein Konkurrenzdenken stattfindet. Alles ist wertig, egal ob oder nicht. Ne? Ihr versteht mich. Und an Sani, dicken Herz, ganz viel Liebe für dich. Und den Rest besprechen wir in WhatsApp. Ne? Ja. Deshalb, wir sagen das, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.